Herr Bunzel, Sie sind Veranstalter und Organisator des Festes, der Feste, sage ich einmal, im Weinviertel, weil La hat etwas ganz Besonderes geschaffen, und zwar ein Zwiebelfest, und das seit vielen Jahren. Warum, glauben Sie eigentlich, kommen so viele Leute immer, und es sind immer sehr viele Tausend, nach La wegen diesem Fest? Also das Land um La ist ja sehr bekannt für den Anbau der Zwiebeln. Aufgrund von verschiedenen Voraussetzungen gibt es hier die Zwiebel, die in einer besonderen Qualität wächst, und ihr zu Ehren hat man dieses Fest eben entwickelt. In den letzten Jahren ist es zu einer wirklichen Großveranstaltung geworden, und es gibt halt für die ganze Familie sehr viel zu erleben, und deswegen kommen sehr viele Besucher zu uns. Die Zwiebel ist ja an und für sich ein sehr bekanntes, aber auch ein etwas unscheinbares Gewächs. Aber in La wird die auch dann bei diesem Fest in vielfältigster Form eingesetzt. Beim Fest kommt die Zwiebel natürlich vor, also beginnend von der Dekoration, die wir mit Ines Walter seit vielen Jahren machen, bis hin zur Küche natürlich, von der lokalen Gastronomie, wo es verarbeitet wird. Die Landwirte und Direktvermarkter sind vertreten. Es gibt auch Wettbewerbe zum Thema Zwiebel, also zum Beispiel die schwerste Zwiebel, wo die Landwirte sich messen können, wer die schwerste Zwiebel produziert hat. Und heuer gibt es auch einen Zwiebelschälwettbewerb, zum Beispiel am Samstagnachmittag. Ja, das ist ganz was Neues, und können Sie uns da was verraten? Wie funktioniert eigentlich ein Zwiebelschälwettbewerb? Wir werden das so organisieren, dass wir auf der Bühne ganz einfach Leute bitten, die gerne mitmachen möchten, sich diesen Wettbewerb zu stellen, und dann gibt es ein gewisses Zeitlimit, und innerhalb dieses Zeitlimits sind die Leute dann eben aufgefordert, Zwiebel zu schälen, und wer dann mehr Stück geschafft hat, am Ende ist der Gewinner. Sie wollen hier weinende Besucher produzieren, schaut's aus. Kurzfristig wird sich das vielleicht nicht vermeiden lassen, aber ansonsten ist das Fest hoffentlich nicht zum Weinen. Na, wenn ich mir das Programm so anschaue, und da gibt es sehr viele Höhepunkte, da wird sicherlich sehr viel lachendes Volk um Sie geschart sein. Was gibt's denn da heuer? Also generell gibt es natürlich unheimlich viel Musik während des ganzen Tages, heimische Blasmusikkapellen und so weiter. Wir starten am Freitag dann mit Radio für Viertel als Live-Sendung mit den Stargästen Hanna und Manuela Zeger. Endili Lang kommt am Samstagabend zu uns. Standortpartie, die macht dann wieder den Abschluss am Sonntag, und ansonsten gibt es den ganzen Tag etwas zu erleben. Herr Bunzel, dann wünschen wir Ihnen viele lachende Freunde und vor allem Zwiebelfreunde in La, und wünschen Ihnen für die Veranstaltung alles Gute. Vielen Dank, wir freuen uns auf den Besuch.